Ja, moin Pyrus, da ich ja auf Insta des Öfteren gefragt wurde, was ich im Moment für einen Böllervorrat habe, werde ich jetzt einfach darauf ein Video machen, weil man kann ja nicht die Unboxings gucken, da sieht man ja, was ich habe. Ja, wir fangen hier mal mit dem Batzen an. Ich habe zweimal die UEFA Mafia, Kategorie F2, zweimal die Ultras Liberi, ebenfalls F2, die When Weekend Comes habe ich zweimal, ebenfalls F2. Dann habe ich hier hinten die ACAB, Titanium Salut F2, Funke Tuino Nummer 4, F3 und übrigens an das dumme Arschloch, ja, der hier unter meinem Video kommentiert hat, vor wegen illegalen Sprengstoff einführen. Ich habe einen F3-Schein, den werde ich hier an der Stelle jetzt auch eventuell, wenn ich es nicht vergesse, einblenden. Ich werde natürlich meinen Namen zensieren, meine Ortschaft, wo ich herkomme und den Landkreis ebenfalls. Genau, wir machen jetzt hier weiter. 10er Tuino. Ja, weil das hier ist alles F3 bzw. P1. Es wurde nämlich unter diesem Video hier zu diesen Böllern geschrieben, dass ich mir illegal Sprengstoff einführen würde und so weiter. Dass man sowas zur Anzeige bringen sollte und viel Spaß dabei. Ich glaube, du bist einer, der mal auf dem Schulhof zerwichst wurde. Zu Recht. Und ja, wir machen hier weiter. Zweimal Exploder 5, wie man schon sehen konnte. 10er Colorbang F1, P1. 10er Red Salute, ebenfalls P1. Titanschlag Blau F2. Ebenfalls auch in Deutschland. Zweimal vorhanden. I Love Sky müsste das hier sein. Yep, I Love Sky F3. So. Warte, ich zieh mal wieder rein, damit ich hier jetzt nicht durcheinander komme. Wir haben hier Evil Barracuda. Das Ding packe ich jetzt nicht auf, weil die ganze Suppe da rausläuft. Man sieht schon hier, das ist alles von dem Barracuda. Hier auch. Ja. TXP, was auch immer was. 010. Scheißteile geworden. Seitdem CE draufsteht. So, weiter geht's nach einem kurzen Cut. Ich habe das wieder eingeräumt. Ebenfalls P1, Funke, Thundercracker, also A-Böller. So, passt natürlich nicht hier rein. Perfekt. So, dann haben wir, was hatte ich noch nicht? Wie viel Barracuda hatte ich? Die hier alles voll siffen. So, dann mache ich mal hier weiter mit den C4 Small, Baby C4 und den FP3 Minis, also Small. Alles mit CE. Bad Bulldog, wie viel ist da drin? Einen Moment, 10 Gramm auf 20 Stück, also ein halbes Gramm. Dumbum, P1, ja. Hier, P1, 50 Gramm Version. Und hier die mit 110 Gramm, ebenfalls P1, also nichts Illegales. Darf jeder, der mindestens 18 ist, erwerben, das ganze Jahr über in Deutschland und auch zünden. F3, warum auch immer, Bum Bum, sind richtige Grotteldinger. So, dann haben wir hier die Viper, da gab es ja schon ein Video. Hier werde ich demnächst das Video zu machen zum Black Widow. Haben wir hier Bomb, wird auch das Video kommen. Oder vielmehr zu dem Zeitpunkt ist das Video schon fertig und wird hochgeladen. Das nehme ich hier jetzt am. Keine Ahnung, wie viel denn ist heute, kein Plan. Auf jeden Fall kommt die Tage online. Und hier ist C4, die normalen. Wie viel hat das Ding pro Schachtel? 1,9 Gramm pro Böller, natürlich nicht pro Schachtel. Hammer, P2000 mit 3 Gramm. Die Achtung und hier die Bomb, da hatte ich ein Video gemacht, aber da war es so krass windig, das Video wird niemals online kommen. Das werde ich wohl dann einfach nochmal aufnehmen müssen. Waren jetzt auch nicht so die freien Teile. Ja, die ganzen Packungen sind hier alle schon aufgerissen, habe ich natürlich wieder richtige Scheißdinger bekommen. Ja, dann habe ich hier Thunder 120 dB. Die Bang. So, was habe ich hier? Die Exploder 28G. Haben wir hier noch Nova Bomb Explode oder so ein Kram. Für alles Fake-Dinger von Tara. Und hinten drinnen, ich kann euch das ja mal zeigen. Ich habe hier bestimmt irgendwo eine offene Schachtel. Ja, könnt ihr mal sehen, wie weit man hier reingucken kann. Also es sind bestimmt 2-3 cm. Und hier oben ist eigentlich nur irgendwas drin. Also es ist eigentlich traurig, was damit gemacht wurde. Hätte man auch kleinere Böller nehmen können oder einen kleineren Böller produzieren können. Hier in den No One oder Number One. Haben wir hier noch den Mega Explosion. Und zu guter Letzt den Max Hazards. Ja, das sind die Böller, die ich zurzeit da habe. Das ist bisher nur alles das, was ich auch in einem Unboxing gezeigt habe. Aber nicht jeder guckt dir die Unboxings und schreibt lieber gleich. Ja, deshalb einfach mal das Video. Den einen oder anderen interessiert es vielleicht nicht, ist mir aber auch relativ latte. Ja.
genau. Jetzt habe ich halt eine Nachricht auf Steam gekriegt, falls man es gehört hat von Samantha. Ja, genau, das war's auch schon eigentlich. Die Tage wird noch eine Bestellung kommen. Alles legales Zeug oder vielmehr für mich legal, weil ich ja ein Scheininhaber bin. Wie gesagt, den habe ich vorhin einmal eingeblendet. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert auch gerne und schreibt mal gern drunter, wo ihr euer Zeug bestellt. Ich werde nichts verkaufen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.